So, dann wollen wir heute mal gucken, was der Rust Store wieder zu bieten hat. No Mercy SAR. Ne, die ist ein bisschen langweilig aus. Dann finde ich die SAR für 2,20 € mal ein bisschen teuer. Pure Evil Revolver. Der sieht geil aus. Und den werde ich mir natürlich auch ziehen, weil da sind Totenköpfe drauf. Und ja, er sieht insgesamt ziemlich nice aus. Also, da kann man mal 1,75 € für ausgeben. War Story Bow, der ist mega langweilig, aber mega. Gemstone Hatchet. Also ich denke mal, ich weiß nicht, ob die jetzt auch noch nachts leuchtet, was natürlich noch ein bisschen geiler wäre. Aber die sieht gut aus. Da kann man auch 1,75 € so Hatchets gehen, sowieso immer eigentlich. Okay, die muss ich mir auch ziehen, geht nicht anders. Sieht auch gut aus. Nein, nicht Account wechseln. So, Apokalyptik, Hoodie. Sieht langweilig aus. Brauche ich nicht. Apokalyptik Nightpants sind genauso langweilig, genau dieselben Bilder. Öde. Sea Garage Dorn. Ein bisschen zu primitiv eigentlich so. Aber 1,30 € für ein Garagentor ist vollkommen okay. Da kann man nichts sagen. So, jetzt gucken wir mal. Markt. Okay, der Markt hat gerade ein kleines Problem. Dann lassen wir den Markt einfach mal weg. Schade. Ja, irgendwas war da. Man konnte die Preise irgendwie nicht sehen. Ich weiß auch nicht warum. Wir können es nochmal versuchen. Markt. Oh, Markt. Jetzt geht er. Mal gucken, wie lange er geht. Nein! Das geht schon mal wieder nicht. Okay, nochmal. Gleiches Spiel. Okay, die sind da scheinbar gerade dran, irgendwie am Arbeiten. Also, das sieht jetzt nicht so geil aus. Komm schon, Junge, komm schon. So, hat ein bisschen gedauert, aber wir sind da. Mal gucken, ob jetzt die Preise angezeigt werden. Vorhin wurden die das nicht. Und sie werden uns immer noch nicht angezeigt. Schade eigentlich. Skullseeker Python. Werden uns immer noch nicht angezeigt. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde gerne das. Könnt ihr mir das hier im Community Markt direkt anzeigen? Scheinbar nein. Okay, dann muss es halt erstmal so bleiben. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis denn dann.